Hallo ihr Lieben, ja, heute geht's weiter mit den Drogerien-News und zwar zeige ich euch heute die ganzen neuen Essensprodukte, die jetzt auch ab Februar 2014 ins Sortiment kommen. Ja, ich habe letztens erst Videos hochgeladen, zum einen die Produkte, die rausgehen bei Essence und Catrice. Also das solltet ihr euch auf alle Fälle anschauen, was ihr noch nicht gesehen habt, falls ihr noch irgendwas kaufen wollt, was es bald nicht mehr gibt. Und zum Zweiten habe ich schon von Catrice die neuen Produkte für euch hochgeladen. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ja, und jetzt zeige ich euch eben alles, was es bei Essence neu gibt. Und in diesem Video geht es erstmal darum, was es allgemein neu gibt, auch in jedem Laden, also bei DM und Rossmann. Und ich werde dann nochmal ein zweites Video hochladen. Da gibt es dann Produkte, die nur separat bei Müller zu kaufen sind. Die gibt es dann im nächsten Video. Also wir starten da mal mit neuen Lidschatten. Da gibt es dieses Mal drei neue Farben von den Essence 3D Eyeshadows. Da habe ich auch einige zu Hause, die finde ich sehr, sehr gut bis jetzt. Also die gefallen mir recht gut. Und die Farben sehen ganz hübsch aus. Vor allem dieser Peach-Ton, der spricht mich sehr an. Die anderen beiden sind sehr sommerlich, aber jetzt weniger für meinen Alltag geeignet. Also von daher, aber trotzdem schöne Farben. Die kosten 2,79 €. Dann wird es auch neue Essence Mono-Lidschatten geben, und zwar 8 Stück. In solchen Farben wie Bronze und Mint und Latus Aquatöne, also auch sehr ja, sommerlich angehaucht. Die sollen 1,59 € kosten. Dann wird es zwei neue Essence Quattros geben in sehr hübschen Farben, wie ich finde. Also ich persönlich finde das Rechte total schön, wobei ja, Lila ist, glaube ich, immer toll. Die kosten 2,99 € und ja, bin ich sehr gespannt drauf, wie die von der Deckkraft und allem her sind. Dann geht es weiter mit den Essence All About Eyeshadow Paletten. Da gibt es vier Stück davon. Da gibt es einmal die All About Nude, All About Candies, All About Sunrise und All About Paradise. Und ich denke jetzt mal, dass das die Nachfolger sind von diesen Sun Club Paletten, die leider ja jetzt rausgegangen sind, weil die mochte ich eigentlich sehr gerne. Ja, aber die sehen eigentlich auch ganz hübsch aus. Vor allem die All About Nude finde ich sehr ansprechend und die All About Sunrise sind jetzt so meine Farbtöne, die ich mir jetzt einfach anschauen werde. Die finde ich sehr, sehr hübsch und die sollen 3,49 € kosten. Dann wird es zwei Essence Smoky Eye Sets geben. Einmal in solchen Schwarz-Grautönen, einmal in Brauntönen. Das sind einfach drei Lidschatten in solchen dunklen Smoky-Farben und die sollen perfekt für die Handtasche sein zum Mitnehmen. Die kosten 2,79 €. Des Weiteren gibt es dann ein Eyebrow-Stylist-Set für Natural Blonde Style, also wahrscheinlich für die ganz hellen Typen mit hellen Augenbrauen. Das soll 2,49 € kosten. In dem Set sind übrigens zwei Farbpuder, ein Applikator und drei Schablonen für die Augenbrauen. Also ich habe sowas noch nie ausprobiert, aber vielleicht habt ihr es schon mal gemacht und habt gute Erfahrungen, dann könnt ihr das euch ja mal anschauen oder vielleicht einfach mal testen. Dann gibt es neue Essence Long Lasting Eye Pencils. Die sollen schon mal in sechs neuen Farben kommen. Also hier seht ihr zwei davon. Es soll geben Kupfer, Berry, Dunkelgrau, Orange, Koralle, Roségold und Grün. Und diese kosten 1,49 €. Ja, auf diesem Bild seht ihr einige schöne Dinge. Und zwar gibt es ganz links einen Eyebrow Designer für ebenfalls helle Farbtypen, also blond bis brünett. Und der soll 1,49 € kosten. Dann seht ihr daneben einen Essence Eyeliner in Waterproof, ja, mit Filzspitze für 2,79 €. Also den werde ich auf alle Fälle auch mal angucken, weil ich sage, ich suche so einen mal, der besser ist als die, die ich jetzt bis jetzt hatte. Und ihr seht noch Essence Kajals, die sollen 99 Cent kosten und gibt es in zwei neuen Farben, die ihr hier auf dem Bild seht. Dann bekommen wir sechs neue weitere Eyeliner ins Sortiment, die ich persönlich total interessant finde. Das sind nämlich Gel-Eyeliner in Stiftform und ich bin ein großer Gel-Eyeliner-Fan. Die haben eine rausdrehbare Mine, also nichts mit Spitzen, sondern einfach nur rausdrehen. Das finde ich jetzt auch nicht ganz schlecht. Und die gibt es in sechs neuen Farben, die ihr ebenfalls auf dem Bild hier seht. Und die finde ich auch sehr schön gewählt, die Farben, muss ich sagen. Die kosten 2,29 € pro Stück. Dann wird es auch bei Essence diese Eyebright Eyes Jumbo Pencils geben. Bei Catrice gibt es sowas Ähnliches. Diese hier sollen 1,99 € pro Stück kosten und kommen in drei Farben. Also einer mit Pearly-Effekt und Schimmer. Einer soll leicht einen holographischen Schimmereffekt haben und einer davon ist Nude. Also ich finde diese Idee ganz schön und werde sie auf alle Fälle mal testen. Dann geht es weiter mit drei neuen Mascaras. Da gibt es einmal eine weitere Big Lashes Mascara. Die hat eine geschwungene Faserbürste und soll maximales Volumen schenken und 2,29 € kosten.
Dann seht ihr in der Mitte den Lash Curler. Das ist scheinbar eine Mascara, die eine drehende bzw. rotierende Bürste hat. Die kostet 3,29 € und ja, also bin ich gespannt. Hätte ich etwas Sorge, dass es eher klumpt, wenn man dann so ein drehendes Bürstchen hat. Aber naja, probieren wir es mal aus. Als letztes seht ihr dann noch die Maximum Volumen Mascara. Ja, die hat irgendwie so ellipsenförmig angeordnete Lamellen am Bürstchen dran. Damit soll man perfekt die Wimpern definieren können und ein atemberaubendes Volumen bekommen. Also lassen wir uns überraschen für 2,79 €. Dann seht ihr noch die Single Lashes von Essence. Das sind 40 Einzelwimpern für 2,49 €. Ja, dann bringt Essence wieder ganz viel Farbe ins Spiel und zwar mit neuen Mascaras mit Farbe sozusagen. Das sind 5 Stück, die sollen 2,99 € pro Stück kosten und das ist eine Volumenmascara, also in richtig knalligen Farben. Also wenn ihr Farbe auf den Wimpern wollt, dann bekommt ihr davon jetzt ganz schön viel. Und man kann die scheinbar auch in die Haare, also in den Haaren verwenden, um sich so bunte Strähnchen zu machen und die lassen sich dann einfach mit Shampoo wieder rauswaschen. Ja, dann geht's weiter mit Lippenprodukten. Da bekommt ihr jetzt hier schon einen kleinen Vorgeschmack auf viele neue Lipgloss-Farben. Da gibt's nämlich 9 Lipgloss-Farben von den XXXL Longlasting Lipglosses. Oh Gott, das ist schwierig auszusprechen. Die haben einen Mirror-Shine-Effekt und ja, die kosten 2,29 €. Dann gibt es weiteren auch von diesen XXXL Longlasting Lipglosses, welche mit Matt-Effekt. Da soll es insgesamt 5 Farben geben und kosten auch 2,29 €. Und dann wird es noch XXXL Shine Lip Glosses geben, damit es mir nicht langweilig wird. Und da gibt es 4 neue Farben. Also hier könnt ihr ja schon mal ein paar von den neuen Farben sehen. Ich bin ja im Februar wieder auf einem Event von Essence, da freue ich mich schon riesig drauf. Und da werde ich euch dann bestimmt auch die ganzen anderen Farben zeigen können. Also jetzt hier mal so einen kleinen Vorgeschmack. Und dann eben ab Februar gibt es dann so ein Video mit Swatches und hoffentlich allen anderen Farben. Dann geht's weiter mit Lippenstiften. Da gibt es jetzt hier 2 neue Essence Lipsticks. Ja, es gibt 2 neue Farben und insgesamt dann 13 Farben im Sortiment. Die kosten 1,99 €. Und es wird auch einen neuen Essence Kiss Care Love Lip Balm geben. Die liebe ich ja total. Der ist in einem hellen Aprikotton und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich bin einfach ein riesengroßer Fan von diesen Lip Balm-Dingern da, weil die einfach super praktisch für die Tasche sind, schnell schmieren und dann pflegen die auch sehr schön. Also ich mag die wahnsinnig gerne. Also die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Da werde ich mir auch nochmal ein Backup holen, weil der orangefarbene geht ja leider raus und das finde ich sehr schade. Aber der sieht auch sehr hübsch aus und da freue ich mich schon drauf. Und ganz am Rand seht ihr dann noch einen Lip Liner von Essence. Der kostet 99 Cent und ja, da gibt es eine neue Farbe. Dann geht's weiter mit den Face-Produkten. Da wird es eine neue Nuance von den Essence Mattifying Compact Powders geben. Die kosten 2,99 € und da kommt scheinbar noch eine hellere Variante dazu. Da freuen sich dann sozusagen die Hellhäutchen wie ich zum Beispiel. Und es soll jetzt auch eine CC-Cream bei Essence geben. Die kostet 3,99 €, hat scheinbar eine luftig leichte Formulierung und trotzdem eine hohe Deckkraft und Lichtschutzfaktor 30. Und ja, also die sieht auch sehr interessant aus. Also wer BB-Creams gerne mag, kann ja die CC-Cream auch mal testen. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Dann wird auch ein Puder in die Stay All Day Serie dazukommen und zwar in 4 Farbnuancen. Dieses Puder soll eine mittlere Deckkraft haben, aber den ganzen Tag halten und kostet 3,49 €. Dann wird es 2 interessante Blushes geben und zwar mit so einem Farbverlauf drin. Ja, die gibt es in 2 verschiedenen Farben, die ihr hier auf dem Bild auch sehen könnt und werden 3,49 € kosten. Dann wird es auch bei Essence eine neue Make-up-Base geben. Die soll scheinbar ja, ölige Haut ausgleichen, Poren verfeinern und einfach das Make-up besser halten lassen. Die kostet 3,29 €. Zudem sollen diese Oil Control Paper wieder ins Sortiment kommen. Die sollen die Haut von Glanz befreien, wenn man drüber tupft und ein Päckchen kostet 1,99 €. Ja, dann kommt ein Produkt ins Sortiment und zwar in einer anderen Farbe. Und zwar dieser Cream Concealer von Essence. Der soll jetzt in einer Rosé-Beige-Variante kommen. Der kostet 2,49 €. Und ja, es kommt noch ein Essence Cover Stick dazu in einer neuen hellen Farbe. Und es gibt schon mal 4 Farben davon und die kosten 1,99 €. Ja, und dann sind wir auch schon bei den Nagellacken angekommen. Da gibt es 17 neue Farben bei Essence. 2 davon haben wieder diesen Sparkle Sand Effekt. Die gab es ja schon mal beim letzten Mal und ich glaube, die sind jetzt rausgenommen worden. Und dafür kommen aber 2 andere Farben, also sehr sommerliche Farben. Also ich finde, der Peach-Ton passt gut in den Sommer, Silber jetzt nicht so unbedingt, aber gut. Und dafür gibt es aber noch 15 andere ganz schöne Farben, wie ich finde. Also die werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Die kosten alle 1,59 €.
Also ich persönlich freue mich ganz besonders auf die Essence-Effekt-Nail-Polishes. Die finde ich total interessant. Da kommen ganz viele Effekt-Nagellacke ins Standardsortiment, wie zum Beispiel Glitzer, Jewels-Effekt, Sugar Metallic, Sparkling oder Jeans-Style, holographische Schimmer-Nagellacke, dann diese Polka-Dots und also allgemein total interessant. Ja, da müssen wir auf alle Fälle uns durchtesten, würde ich sagen. Weiter geht's dann mit den Nail Art Neuigkeiten von Essence. Da gibt's immer auch total interessante Produkte und ich liebe diese Essence Nail Art Sparte, muss ich zugeben, weil ich bin ja so ein Nagellack-Junkie. Da gibt's was total Interessantes, was ich noch gar nicht verstehe, wie es funktioniert. Also ich habe es durchgelesen, aber es ist total ja verwirrend. Scheinbar gibt's einen magnetischen Überlack. Das heißt, man trägt sich einfach einen normalen Nagellack auf den Nagel auf, lackiert da, also lässt den trocknen, lackiert dann diesen magnetischen Topcoat drüber und kann dann scheinbar mit so einem Magneten irgendwelche Muster auf dem Nagel machen. Also ich bin da echt total gespannt, wie das funktionieren soll. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwelche Schimmerpartikel drin sind, dass die sich dann auch irgendwie anordnen. Aber irgendwie, ja, bin ich einfach unglaublich gespannt, wie das funktioniert. Der kostet 1,99 € und den muss ich auf alle Fälle testen. Dazu wird es dann auch zwei neue Magneten geben, die auf dem Bild sind. Einmal mit so einem schicken Karo-Muster und dann mit einem Herzdesign. Also bin ich mal sehr gespannt, wie das dann funktioniert, weil viele von euch schimpfen ja schon ein bisschen über die Essence-Magnetsachen, aber ich kann damit echt ganz gut arbeiten. Also probiert es einfach aus. Ich denke, es ist ein bisschen Übungssache und dann schafft man das schon. Dann geht es weiter mit noch mehr Nagellacken, die mein Herz einfach höher schlagen lassen. Und zwar gibt es wieder neue Cracklin-Topcoats und neue Special-Effect-Topper in, wie ihr seht, sehr hübschen und interessanten Farben. Also da muss ich mich einfach durchtesten. Und dann gibt es auch wieder diese Essence Nail Art Effekt Produkte. Da gibt es, glaube ich, soweit ich sehen kann, drei neue Produkte. Und dazu seht ihr dann noch diese neuen Essence 3D Jewel Sets. Die sehen, finde ich, auch total spannend aus. Das ist eigentlich so ein typischer Trend aus Japan. So kenne ich jedenfalls diese 3D Riesen Dinge auf den Nägeln. Also ich bin gespannt, wie die sich auftragen lassen und vor allem, wie sie halten. Aber im Großen und Ganzen finde ich sie echt wahnsinnig interessant. Die kosten 2,99 € und die Essence Nail Art Effect Produkte 1,99 €. Dann kommen sieben weitere Nagellack ins Sortiment, die wahnsinnig interessant sind, finde ich. Die sehen nicht nur total süß aus mit ihrem Sweet Candy Look, sondern sie haben auch mehrere so Funktionen im Nagellack drin. Also zum einen gibt sie es in sehr schönen Pastellfarben. Dann haben sie weitere Funktionen drin, wie zum Beispiel Nagelhärter, dass sie den Nagel schützen vor Beanspruchung gleichen Unebenheiten aus. Sie sollen scheinbar fruchtig duften, schnell trocknen und schenken dem Nagel ein hochglänzendes Finish. Also klingt total interessant, finde ich. Die kosten 1,79 € und vor allem jetzt für den Frühling kann ich mir das sehr gut vorstellen. So Frühlings-Sommerfarben, also wirklich sehr, sehr hübsch. Weiter geht's mit drei Produkten und zwar seht ihr ganz links, ja, Rouge für die Nägel nennt sich das hier. Das ist ein Nails Pro White Glow, der die Nägel sozusagen irgendwie optisch aufhält und sich der natürlichen Nagelfarbe angleicht und scheinbar so ein gepflegtes Aussehen, bildet. Der soll 1,79 € kosten. Dann seht ihr in der Mitte die Studio Nails Moisturizing Cuticle Cream. Also ich glaube, die Namen machen sie, um mich zu ärgern. Die sind immer echt schwierig auszusprechen. Aber das Produkt sieht sehr schön aus. Es ist eine feuchtigkeitspflegende ja, Creme für die Nägel. Da sind lauter schöne Dinge drin, die den Nagel einfach pflegen und trockene Stellen eben einfach dann ein bisschen lindern sollen. Also einfach so zum Pflegen über den Tag. Und die kosten 1,99 €. Oh schön, da gibt es wieder so einen schönen Nagellackentferner mit integriertem Schwämmchen. Den hatten wir, glaube ich, schon mal vor längerer Zeit. Vielleicht ist der jetzt etwas überarbeitet und vielleicht ein Ticken besser. In jedem Fall ist er acetonfrei und da kann man auch mal einzelne Nägellack ablackieren, ohne dass man die anderen eben beschädigt. Also die Idee finde ich ganz schön und hatte ich damals schon ganz cool gefunden und werde ich auf alle Fälle wieder testen. Kostet 2,99 €. Dann kommen wir zu neuen Gel Nails at Home Produkten. Also das kennen wir vom letzten Mal schon, aber da gibt es auch neue tolle Dinge, wie zum Beispiel eine Pflege für die Nägel. Das finde ich ja allgemein immer sehr wichtig, vor allem eben nach dem Gel-Zeug. Da muss man einfach die Nägel pflegen. Da gibt es einmal ja einen 3-in-1 Nail Oil. Der hat eine pflegende Formulierung, soll die Nägel mit Feuchtigkeit versorgen und stärkt dann eben sie für ein gesünderes Wachstum. Der kostet 2,99 €. Dann soll es jetzt für die Gel Nails at Home auch noch Effekt-Topcoats geben. Das heißt, ihr könnt euch die Nägel halt eben mit der Basecoat lackieren und dann halt einfach Nagellack drüber und darüber dann statt diesen klaren Topcoats einen Effekt-Topcoat machen. Das finde ich ist eine sehr schöne Idee, weil halt dann einfach die Haltbarkeit wieder da ist und man braucht halt nicht so viele Schichten und hat einfach dann trotzdem diesen Gel-Nail-Effekt. Da gibt es fünf tolle Effektfarben und die sollen 3,49 € kosten.
Dann kommt, wie ihr jetzt hier sehen könnt, ein Nagelhautschieber ins Sortiment, also als perfekte Vorbereitung für die Gelnägel und ein Korrektorstift, damit ihr das Gel, was sozusagen auf der Nagelhaut gelandet ist oder unter dem Nagel, perfekt abnehmen könnt. Und da habt ihr eine Silikonspitze dran, die man danach gut reinigen kann. Und die kosten je 1,99 €. Dann sind wir schon beim letzten Produkt angelangt. Und zwar habt ihr mitbekommen, dass die alte Gellampe jetzt aus dem Sortiment gegangen ist. Dafür kommt aber eine neue wieder dazu, die ich echt total super finde. Und zwar ist es eine Mini-LED-Lampe mit USB-Anschluss. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, man kann sie am PC anschließen oder am Laptop oder was weiß ich, wo ihr das anschließen wollt. Und dann könnt ihr die einzelnen Nägel mit dieser LED-Lampe aushärten. Und on top schreiben sie, dass dieses ganze Aushärten pro Nagel dann nur 10 Sekunden dauert. Das heißt, es geht schneller, weil schau mal, die Lampe sich dann auf einen Nagel konzentriert und dann sozusagen schneller den einzelnen Nagel aushärten kann. Also das finde ich sehr gut, weil ich persönlich fand es eh nie gut, die ganze Hand unter die Lampe zu halten. Ich habe eh immer am liebsten die Nägel einzeln ausgehärtet und deswegen bin ich persönlich jetzt ein großer Freund von dieser Minilampe. Also die muss ich auf alle Fälle haben, weil ja, finde ich einfach besser, die Nägel einzeln zu härten und nicht eben die ganze Hand und dann verläuft dann schon mal der Rest und ja, ihr wisst es ja, ne? Also die finde ich absolut klasse und das war jetzt auch das letzte Produkt. Die soll 19,99 € kosten. Ja, das war jetzt aber nur für dieses Video das letzte Produkt, weil es gibt noch so viele neue, die sind auch der Oberhammer. Die gibt es aber im nächsten Video zu sehen, weil sonst wird euch das einfach zu lang und deswegen beim nächsten Mal. Also ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen und mein ganzes Gebrabbel dazu sozusagen, zu den Produkten auch ein bisschen. Und dann sehen wir uns ganz hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich würde mich sehr über Kommentare und Däumchen freuen, wenn es euch gefallen hat und wünsche euch einen ganz tollen Tag. Tschüss!